Herr Vogel, Wahlaufruf, Parteitag. Wem wollen Sie eigentlich Wähler wegnehmen jetzt noch, um besser dazustehen? Der Union ja wahrscheinlich nicht, denn mit der möchten Sie ja gerne regieren. Und Armin Laschet kann ja wahrscheinlich gerade jede Stimme gebrauchen. Also ich werbe erstmal für starke Freie Demokraten. Das macht den Unterschied. Und ehrlich gesagt, zum Beispiel auch die Union muss man natürlich bei Modernisierung und Gestaltungslust zum Jagen tragen. Da haben wir keine Stimme zu verschenken. SPD und Grüne sind gleichzeitig zum Beispiel in der Sozialpolitik sehr links. Da will ich auch einige überzeugen. Und ich kenne ganz persönlich Leute, die schwanken zwischen uns und der Union, zwischen uns und der SPD, zwischen uns und den Grünen, gerade bei Jungwählern. Und jede Stimme hoffe ich noch, möglichst viele zu überzeugen. Es sieht ja im Moment so aus, als seien Sie als FDP in einer relativ komfortablen Situation zum Regieren gebraucht zu werden. Jenseits natürlich von der Freude, dass Sie in dieser Situation sind. Wie viel Druck macht das eigentlich, auf jeden Fall einen Kompromiss finden zu müssen, mitmachen zu müssen? Ja, das ist ja die Verantwortung, für die man sich bewirbt, wenn man kandidiert. Also Freude habe ich noch nicht, sondern wir sind konzentriert. Der Wahlkampf macht Freude, aber ich weiß, wir haben auch noch eine unerreichte Zahl, historisch unerreichte Zahl an Unentschlossenen in diesem Land. Und davon will ich noch möglichst viele überzeugen. Und dazu gehört, glaube ich, dass man beides mitbringt. Natürlich Kompromissbereitschaft, aber eben auch den Willen und unsere klare Aussage, wir wollen gestalten, aber es muss auch in die richtige Richtung gehen. Und dass wir nur dann auch in eine Regierung gehen, das haben wir ja 2017 bewiesen. Aber kann sich die FDP 2017 noch mal leisten? Also ist es nicht schon so, dass da ein sehr großer Druck entstehen wird, dass man, wenn es eben für ein Jamaika-Bündnis nicht reicht, zu einer Ampel in irgendeiner Weise kompromissbereit ist und dann auch einen Weg findet? Ja, also ich will es mal so sagen, natürlich wollen wir gestalten. Und das meine ich auch ganz ernst. Es gibt einfach unglaublich viel zu tun. Das ist ja nicht aus Gründen auch unser Slogan, nie gab es mehr zu tun. Und die nächste Legislaturperiode ist zum Beispiel die letzte, bevor die Babyboomer in Rente gehen. Ich will endlich eine Rentenreform voranbringen. Bei der Dekarbonisierung müssen wir vorankommen. Also natürlich wollen wir gestalten. Aber die Unabhängigkeit, die wir uns erarbeitet haben, dass wir den Bürgerinnen und Bürgern versprechen können, wenn eine liberale Handschrift gar nicht erkennbar ist, dann gehen wir nicht für Dienstwagen in die Regierung. Die werden wir uns natürlich erhalten. Und was für uns der Maßstab dessen ist, was für uns die wegweisenden Fragen sind, anhand derer wir beurteilen, geht es in die richtige oder in die falsche Richtung, genau das wollen wir heute mit dem Wahlaufruf verabschieden. Friedrich Merz hat vor ein paar Tagen, vielleicht vor anderthalb Wochen, die FDP aufgefordert, eine Ampel auszuschließen. Ich glaube, da hat die FDP gesagt, das sei ein bisschen anmaßend. Aber ja. Gibt es Druck aus der eigenen Partei? Denn es gibt natürlich schon auch FDPler, die bei einer Idee mit SPD und Grünen zu regieren Bauchschmerzen haben. Ja, ich glaube, wir sind uns sehr einig in dem, was wir heute beschließen werden. Zumindest ist meine Erwartung nach allem, was ich so höre. Ich bin ja auch viel unterwegs im Land und treffe Bürgerinnen und Bürger, aber natürlich auch Parteifreundinnen und Parteifreunde, dass wir hinter diesem Kurs stehen, eine inhaltliche Koalitionsaussage zu machen. Nicht eine zu Parteien, sondern wir werben für Konzepte und nicht für Koalitionen. Und das ist auch richtig, dass die CDU sich das wünscht. Kann ich nachvollziehen als taktische Maßnahme eines Wettbewerbers. Die Union hat selber weder ausgeschlossen, mit der SPD noch mal eine GroKo zu bilden, noch Schwarz-Grün, noch gar eine Kenia-Koalition. Also ich glaube, zum veränderten Parteiensystem von vier mittelgroßen Parteien gehört doch, dass alle Parteien das Selbstbewusstsein haben, unabhängig dazustehen. Und inhaltlich sagen wir ja klar, was mit uns zu machen ist und was nicht. Herr Vogel, Sie persönlich, Sie schreiben Konzepte für Rentenpolitik, die Rente der Zukunft. Sie schreiben Konzepte für Arbeitsmarktpolitik. Sie haben Ideen entwickelt, Schulen in Problemvierteln anzusiedeln, um da jedem eine Chance zu geben. Talentschulen, ja. Talentschulen. Klingt für mich, könnte man ja sagen, sozialliberal. Haben Sie persönlich Lust auf eine Ampel? Ich habe persönlich Lust, ganzheitlichen Liberalismus nach vorne zu bringen. Und ich verstehe die Lust, immer wieder nach Koalitionen zu fragen. Aber bitte glauben Sie mir, ich habe Lust, diese Themen voranzubringen. Und zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen haben wir die Talentschulen in Kraft gesetzt. Die SPD hatte vorher nicht die Kraft dazu. Zum Beispiel bei der Rentenpolitik, da will die Union gar nichts. Aber SPD und Grüne wollen das Falsche. Und ich will unsere Themen voranbringen. Ich weiß, wir werden uns nirgendwo 100% durchsetzen, egal was passiert. Aber jetzt werben wir erstmal aus echter Überzeugung dafür, dass wir möglichst stark werden und zum Beispiel jedes halbe Prozent oder jedes Prozent an Wählerinnen und Wähler, die vielleicht zwischen uns und der SPD oder uns und den Grünen schwanken, noch rübergehen, können schon mal dafür sorgen, dass es eine rot-grün-rote Mehrheit im Bundestag nicht gibt. Das würde unsere Verhandlungsposition für unsere Inhalte auf jeden Fall verbessern. Johannes Vogel, ganz herzlichen Dank für dieses Interview. Sehr gerne.